Egal ob Hip-Hop, Ausdruckstanz, Cheerleading, Breakdance oder Showtanz. Kinder und Jugendliche von 8 bis 20 Jahren waren auch dieses Jahr wieder aufgerufen, beim Dance Contest im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis zu zeigen, was sie tänzerisch drauf haben. Die Leistungen der Amateur-Tanzgruppen wurden unter anderem durch eine Fachjury besetzt mit Personen wie Standardtanz-Weltmeister Paul Lorenz oder Choreograf und Tanztrainer Hanno Leisner bewertet. Erstmals in der Jungholzhalle in Meckenheim zu Gast, war es Ende November an der Zeit, für Tanztalente in den drei Altersklassen ihr Bestes zu geben. Trotz Wettkampf kam der Spaß am Tanzen auf keinen Fall zu kurz. Von Köln angereist, die Mädels der Starfish Company. Mit ihrer Performance haben sie die Jury begeistert und überzeugt und den ersten Platz abgeräumt. Der Pokal vom mittlerweile 8. Dance Contest geht in die Domstadt. Unter den 37 Gruppen waren auch alte Bekannte. Das Duo Jam Session war schon zum 5. Mal dabei, ein Heimspiel und heimsten beim Contest in Meckenheim den Preis für den 3. Platz ein. Abgesehen von den Erstplatzierten durften sich alle Gruppen und Tänzer über Medaillen und Urkunden freuen. Hinter der Organisation des Wettbewerbs stecken übrigens die fleißigen Mitarbeiter der Jugendhilfe Meckenheim und des Kreisjugendamtes.